Oft gibt es bei Bands ja eine klare Rollenverteilung. Der eine schreibt die Songs, der andere singt sie. Das war auch bei Depeche Mode so. Aber Dave Gahan, der Sänger, hat irgendwann ebenfalls die Lust am Schreiben entdeckt und bringt jetzt sein zweites Soloalbum heraus. Freundlich und entspannt begrüßt uns Dave Gahan beim Interview in Berlin. Auf seinem neuesten Soloalbum Hourglass aber gibt er sich gewohnt düster, keineswegs nur aus Imagegründen, wie er beteuert. I was just really struggling with. Seit jeher kämpfe ich mit den gleichen Fragen. Wo ist mein Platz im Leben? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Das Übliche eben. All the usual things. Naja, das Übliche zumindest in Daves Leben. Mit seiner Band Depeche Mode schreibt er seit 25 Jahren Popgeschichte. Aber trotz des Erfolgs plagen ihn immer wieder Selbstzweifel und Depressionen. Daran konnten auch 40 Millionen verkaufte Platten und umjubelte Konzertauftritte nichts ändern. Ich leide unter Stimmungsschwankungen, aber zumindest kann ich sie heute kontrollieren. Es geht für mich jetzt nicht mehr um alles oder nichts. Vor dem Nichts stand er Mitte der 90er Jahre. Drogensüchtig und erschöpft ging er mit Depeche Mode auf Mammut-Tournee. Für Dave kam ein Dealer mit, für die anderen ein Psychiater. Im Mai 1996 brach er nach einer Überdosis Heroin zusammen. 2 Minuten lang war er klinisch tot. Ich erinnere mich nicht mehr an sehr viel von diesem Tag. Aber eines weiß ich noch ganz genau. Alles, was ich denken konnte, war, ich will weiterleben. Ich habe einen Fehler gemacht. Der Wendepunkt in seinem Leben. Heute kommt Dave ohne Drogen und Exzesse aus, ist treuer Ehemann und Vater und geht alles einen Gang ruhiger an. Ein Freund fragte mich, was willst du, David? Immer Recht haben oder glücklich sein? Jetzt weiß ich es. Ich will glücklich sein. Einen langen Weg hat er hinter sich, vom Jungen aus der englischen Provinz zum Weltstar, von der drogensüchtigen Pop-Ikone zum geläuterten Familienpapa. Auch wenn Dave noch ab und zu die alten Dämonen plagen, er hat gelernt, sie zu bannen und nur noch in seiner Musik herauszulassen.